Ja, herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Knies und Albrecht. Mein Name ist Dr. Bernhard Knies und ich bin Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Und heute wollen wir Ihnen in unserem Videoblog etwas über eine sehr interessante und wichtige Entscheidung des EuGH zum Verlinken berichten. Der EuGH hat am 8.9.2016 in der Sache GS Media Sanoma Media Netherlands ein Grundsatzurteil dazu gesprochen, wie das denn ist, wenn man von der eigenen Website auf eine fremde Website verlinkt, wo sich illegale Inhalte befinden. Was war hier passiert? Ja, es hatte ein Website-Betreiber auf eine andere Website verlinkt und auf dieser Website befanden sich Fotos, eine aktuelle Playboy-Strecke, die ohne Zustimmung des Rechteinhabers Playboy veröffentlicht worden waren, die also sich dort illegal im Netz befanden. Und jetzt stellte sich die Frage, ob der Link auf diese fremde Webseite eine Verletzung der Urheberrechte darstellt, nämlich hier im Sinne der Rechtsprechung des EuGH, ob es sich hier um eine öffentliche Wiedergabe handelt, ja oder nein. Der EuGH hat ja in einigen Entscheidungen, der Svensson-Entscheidung und der durch unsere Kanzlei betreuten Framing-Entscheidung Westwater, schon Kriterien aufgestellt, wann es sich um eine öffentliche Wiedergabe handeln kann und wann nicht. Und ein entscheidendes Kriterium hierbei ist immer gewesen die Frage, ob die ursprüngliche Zugänglichmachung mit Zustimmung des Rechteinhabers erfolgt ist, also ob ein neues Publikum eröffnet wurde oder nicht durch die neue Nutzungshandlung. Sprich, haben wir ein neues Publikum deswegen, weil ich auf eine Webseite verlinke, die sich ja bereits im Netz befindet, wo Inhalte ohne Zustimmung des Rechteinhabers eingestellt worden sind. Der EuGH sagt grundsätzlich schon, denn der Rechteinhaber hat ja der Einstellung auf die Webseite, auf die ich verlinkt habe, eben gerade nicht zugestimmt und damit eröffne ich ganz grundsätzlich schon ein neues Publikum, eine neue Nutzungsmöglichkeit. Ja, er hat das aber auch wieder eingeschränkt und hat gesagt, naja, man muss allerdings auch die Beweggründe des Handelnden berücksichtigen. Es muss nämlich insbesondere auch geprüft werden, ob der Handelnde von der Tatsache, dass die Inhalte an der dritten Stelle rechtswidrig eingestellt worden sind, Kenntnis hatte oder nicht. Außerdem muss man auch noch berücksichtigen, ob die Verlinkung in Gewinnerzielungsabsicht erfolgt ist, also sprich kommerziell oder nicht. Was kann man aus diesem Urteil an Schlussfolgerungen ziehen? Naja, für gewerblich Handelnde ist es nicht so ganz einfach, denn die müssen jetzt in der Tat prüfen, wenn sie irgendwohin verlinken, ob es sich hier vielleicht um illegale Inhalte handeln könnten, denn wenn sie dahin verlinken und nicht richtig prüfen und dann auch noch in Gewinnerzielungsabsicht handeln, dann könnte es sich um eine öffentliche Wiedergabe handeln. Sie könnten dafür abgemahnt werden. Ist in der Tat eine etwas schwierige Entscheidung. Für Privatpersonen ist es schon wieder einfacher, denn wenn wir hier die Rechtsprechung des EuGH beim Wort nehmen, dann kann Privatpersonen letztendlich nicht abverlangt werden, zu prüfen, ob sich Inhalte, auf die sie jetzt von ihren privaten Blogs oder Seiten verlinken, ob die rechtswidrig sind, ja oder nein. In dem Zusammenhang herrscht jedenfalls Rechtssicherheit. Für die Werbetreibenden ist das Urteil des EuGH sicherlich mit einem Pferdefuß versehen.